Hallo, liebe Zuschauer, jetzt wird's explosiv, jetzt wird geballert. Gunster Heroes auf dem Genesis oder den Sega Mega Drive, wie er bei uns hieß. Natürlich wieder von Treasure auf dem Weg zur Retrobörse in Oberhausen am Samstag. We have to stop him. Meinen die mich oder mein ich jemand anders? Wir werden's erfahren. Hoffentlich. Ich glaube aber, die meinen mich. Ja, das Spiel ist für einige Systeme, ich glaube unter anderem auch für den Game Boy Advance. Das ist gar nicht so übel. Und in dem Spiel hier ist man tatsächlich schon so nach, ja, 3-4 Stunden durch. Wenn man sich gut anstellt. Kann man meines Wissens nach auch im Koop-Modus spielen, zu zweit. Und sie müssen wir befreien. Die von 10 cm Soldaten bewacht wird. Kann die nicht einfach drauf treten? Na gut. Ist vielleicht nicht ihre Art und Weise. Gunstar Heroes. Uff, jetzt. Ihr seht das, mit zwei Spielern könnte man es ausspielen. Ich muss mir wieder alleine durchschlagen. Oh, was kann ich hier? Free Shot oder Fix Shot? Was ist denn besser? Ist Fix Shot besser? Nehmen wir das mal. Choose your weapon. Lightning fires, Chaser follows enemies. Fire is very effective in close combat. Ne, ich will lieber mal Laser oder so. Force fires rapidly to a point. Ja komm, nehmen wir Lightning. Verschiedene Stages zur Auswahl. The Flying Battleship. Black, the Lord of Strange Fortress. The Underground Mine. Oh, the Ancient Ruins. Nehmen wir nie mal. Ja, dann werden wir die Eingeborenen noch verteidigen. Und sie retten, wenn sie angegriffen werden. Okay. Springen. Schießen. Und lauf geht's. Nein! Ach so. Die können einen packen, wie bei Kung Fu Master. Da muss man sich losschütteln. Power-Ups gibt's auch. Aber ich glaube, es ist nicht so eine gute Idee, sich andauernd an einer Stelle aufzuhalten. Sich ein bisschen bewegen. Auch wenn einfach mein Geschmack zu viel los ist auf dem Bildschirm. Boah, Freunde. Wer bist du? Wer möchte gern Endgegner oder was? Ja, ich gehe ja schon. Ach so. Da kommt erst der Boss, natürlich. Aber das scheint zu helfen, wenn ich ihn treffe von hier aus. Ist gerade so zum Anfang der Spargelzeit, denke ich mir, kämpfe ich jetzt gerade gegen einen Spargel? Hoppala. Mal ducken. War das gerade ein Speed-Up oder sowas? Naja, von hinten kommen sie. Die Schweine. Ah gut, es gibt also auch negative Power-Ups. Heißen negative Power-Ups eigentlich wirklich negative Power-Ups? Lass mich los! Ach, ich kann ja noch die Hütten der Eingeborenen zerstören. Das freut die bestimmt total, wenn ich das mache. Wo geht ihr denn hin? Hallo, bleibt hier. Boah. Ich kann mir vorstellen, dass das zu zweit richtig gut kommt. Wenn man sich dann so ein bisschen die Arbeit aufteilen kann. Ich muss weg. Lasst mich in Ruhe.
Na bitte, geht doch. Bravo, man. Spinning Drive, Dragon Punch. Nee, ist klar. Wow. Der war aber stark. Sollte das jetzt wirklich ein Boss sein? Ich kann mich nicht daran erinnern, diese Pyramide so hochgeklettert zu sein. Dieses Vitality 45 meine Lebenszahl? Geht wohl, oder? Aha. Was habe ich hier? Oh ja, das können wir auch mal ausprobieren. So ein selbstverfolgender Schuss. Warum nicht? Nein. Vielleicht nicht die beste Idee, auf diese Hornissennester zu schießen. Aber die Waffe, die ist auch nicht übel. Schon wieder ein Boss. Mein Gott. The Pinky Roader. Iron Knuckle. Das hört sich nicht gut an. Okay. Muss ich ein bisschen näher ran. Bringt mir aber gar nichts, wenn er mit seinem Laserdart kommt. Und irgendwie bin ich gerade tot. Das probieren wir gleich nochmal. Hoffentlich kann ich an der Stelle weitermachen. Nein, natürlich, ich muss hier oben weitermachen. Beim letzten Boss. Fängt man immer beim letzten Boss an? Das ist natürlich nicht das Problem, dass der so schwierig ist. Jetzt gerade für den Boss, der mich gerade getötet hat, wäre es, glaube ich, gar nicht so übel gewesen, den ursprünglichen Laser zu haben. Da hätte ich den besser treffen können. Nicht, dass der hier wieder ein Problem darstellt, aber... Naja. Gut, rutschen wir noch einmal kurz hier runter. Können wir schon mal Gedanken machen. Gunstar Heroes auf dem Genesis, auf dem Mega Drive. Sicherlich ein gutes Spiel. Zu zweit sicherlich eins, was richtig Böcke macht. Allein auch. Also, das ist nicht die Frage. Aber dieses, ja, Run und Gunnige, das war eigentlich nie meins. Müssen wir vielleicht mal zu zweit ausprobieren. Hilfe. Und vor allem müsste ich mal die Gameboy-Version ausprobieren, denn die soll auch gar nicht so übel sein. So, bin ich jetzt gleich hier unten? Ja, bin ich. Gut, würde ich sagen, lass es auch gut sein an der Stelle. Gunstar Heroes auf dem Genesis und am Samstag sehen wir uns dann auf der Retro-Börse in Oberhausen, nicht wahr? Was ist das eigentlich? Ist das ein Speed-Up, was ich da eingesammelt habe? Ah, man kann die Waffen sogar wechseln. Das hätte ich vorher wissen sollen. Die Waffe wäre sicherlich für den nächsten Boss auch nicht schlecht. Nun gut, bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.